Zack, zack. Münzen hier. Ja, jetzt bin ich auf Platz 2. Immerhin. Platz 1 wird wohl nichts mehr. Ist auch schaut. Aber immerhin. 37. Ja, jetzt habe ich die Münzen. Ich hätte es aber in Lucky 2 gebraucht. Das Spiel läuft nicht richtig. Das ist nicht so, wie es soll. Und vielleicht werden wir ja besser. Jetzt beim letzten. Jetzt geht es wieder um Geld. Blitzschnell zum großen Geld. Okay, einfach nur bewegen. Du musst die Sumo-Brüder mit einem Blitz erwischen. Verlierst du Münzen. Ah, okay. Verstehe. Na dann. Das Beste. Strengen wir uns mal ein bisschen an. Münze, Münze, Münze. Und das kann uns auf den zweiten Platz halten. Ich bin hier der Hammerbruder. Ah, verdammt! Oh nein. Lässt dich nicht so häufig treffen. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Na komm, Münzen sammeln, nicht treffen lassen. Ja, das sieht gut aus. 25 Münzen. Na, das ist doch ganz machbar. So 62 Münzen, ja, geil. Der zweite Platz ist gesichert. Wenn ich jetzt noch zwei mehr Sternmünzen kriege, dann der erste Platz vielleicht auch mal. Aber wie soll ich jetzt noch in der Schnelle zwei Sternmünzen herbekommen? Wir sind schon Runde 12 von 15. Oh Mann. Wario macht mir echt zu schaffen. Ich hab den Sieg schon vor Augen gehabt, der mit seinen Partnern hier, die in den Verbündeten, das ist da. Das ärgert mich doch. Na komm, Yoshi. Wirf nur. Yoshi ist die Nummer 3. 2-0. Wo läuft denn der hin? Was machen die denn da drüben alle? Wollen die nicht zum Stern? Das ist nur eine Frage. Wir wollen wohl Geld sammeln. Ich habe genug Geld, also. Ja, das zweite Mal zerspringt stärkst. Nicht zu habgierig sein. Gar keine Münzen gibt's dafür. Ach so, ja. Wenn man zu habgierig ist, kriegt man keine Münzen. Der hat einfach einen 10 auf seinem Würfel. Das ist. Ich muss mal Bowser Junior spielen. Er wird trotzdem eine 1. So, jetzt bin ich an der Reihe. So. Schallgeil Würfel. Okay, ich nehme den Scheingeilwürfel. Na komm. Was? Eine 0? Ach du verdammte. 2. So geht's weiter, wie es angefangen hat. Aber ich bin der Einzige, der die richtige Richtung einbehält. Wenn die richtige Richtung läuft. Na dann, ich hole mir den dritten Stern zumindest. Naja. In Hoffnung, irgendwann zu gewinnen. Aufgabe, kräftig pumpen, um die Blume zu gießen. Wenn über dir ein Regenbogen erscheint, hast du es fast geschafft. Okay. Ach so, hier. Kippen, 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 kippen. Ja. Die Handbewegung ist gar nicht zweideutig. Das ist. Das sieht gar nicht falsch aus. Na dann. Auf geht's. Pumpen, 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 pumpen. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Pumpen, pumpen. Ja. Und die Animation sieht auch gar nicht falsch aus. ja. Family-friendly Content bei Super Mario Party. Alles klar. Wie es doch den größten Strahl hat. Woran ihr so denkt. Hashtag Family Friendly.
Hammerbruder hat gewonnen. So. Er ist immer noch Platz 1, logischerweise. 370 Münzen habe ich. Ich bin reich. Übrige Runden 3. Auweia. Ja. Aufgepasst, es sind nur noch 3 Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein kurzer Blick auf die aktuellen Platzierungen. Vato ist auf dem ersten Platz. Hammerbruder folgt auf Platz 2. Platz 3 hat Bowser Junior. Und Joschinski ist auf dem 4. Platz. Puh, spannender geht's nicht. Wer wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Hier ist er. Darf ich um Applaus bitten? Der Sieg wird Yoshi und die Pferde nach Hause bringen. Wieso Yoshi? Der ist doch der Hinterletzte. Wie kommst du denn jetzt auf Yoshi? So, Leute, wir hält Yoshi. Folgende Belohnung: Glückstalwürfel. Der ist doch hier der Underdog, der ganz weit unten hängt. Hä? Verstehe ich nicht, wie der auf. Naja. Diese Tipps. Wenn ich uns ziemlich viel hätte. Es kommt aber noch besser. Auf blauen Fällen bekommt man ab sofort 6 Münzen. Allerdings bedeutet, dass dann auf roten Feldern ab jetzt der Verlust von 6 Münzen. Also vorsichtig. Das kann die Partie noch entscheiden. Naja. Sternfelder bräuchten wir jetzt. Also ich los. Mehr Begeisterung, bitte. Ich glaube, es fehlt etwas Salz in der Suppe. Aber das lässt sich ändern. Kamek zaubert das. Das ist Geld und Gut. Das Kamek zaubert. Ach ja, die bösen Felder werden noch böser. Es macht mir sehr Angst. Oje, Kamek hat die Pechfelder noch schlimmer gemacht. So ein Riesenpechfeld ist sehr gefährlich. Darauf sollte man auf keinen Fall landen. Ob es dir gefällt oder nicht, die letzten 3 Runden stehen an. Also gib alles. Mario ist am Zug. Naja, die Pechfelder. Was soll ich dazu sagen? Große Angst. 9 Punkte Damage. Ja, sie Kameraden hier. Und jeder von denen nur 1 so wird, ist er doch schon viel weiter. Wieso sammeln die sich da alle beim Scheiß? Verstehe es nicht. Besonders eigenes. Lege Gold frei. Na, ob Wario sich bei Gold besser anstellt? Nicht die Bohne. Wario ist doch eigentlich so der Geldtyp, aber naja, er ist halt zu gierig. Was auch wieder zu ihm passt. Joschinski ist am Zug. Yoshi würfelt mit einem Daisy-Würfel. Wie unschwer zu erkennen. 4. Okay, er kommt uns hinterher. Oha, die Bombe explodiert. Damit ist er den Nuller-Würfel los. Okay, eine versteckte Blockkarte. Was bin er denn damit? Bowser Junior ist am Zug und dann bin ich an der Reihe. Ich bin immer noch 2. Also, 2 Sterne werden wir jetzt nicht mehr bekommen, aber vielleicht kriegen wir noch die eine. Naja, mal schon. Dann bleiben wir schön auf dem 2. Platz. Vielleicht kriegen wir einen Bonusstern noch am Ende. Obwohl ich das auch nicht glaube. Einen haben wir in der ersten Runde im ersten Spielritt bekommen, aber das kann uns ja nicht immer. Obwohl, wir haben wenig Schritte zurückgelegt. Wir haben einzeln gewürfelt. Da kriegen wir vielleicht schon den einen Bonusstern. Könnten wir vielleicht doch in Führung gehen? Das wäre spitze. Das wäre Hammer. Was eine 0, Achtung. Ja, so viel zu wenig Zügen. Und da komme ich auch nicht ans Ziel. In 3 Runden jetzt zum Stern noch zu kommen, das ist eine Mission. Mit diesen schrecklichen Würfeln. Minispiel. Könnte es mal ein Minispiel und einen Stern geben? Das wäre doch mal spannend. Um Sterne. Wohlstand in den Wolken. Wieder Münzen oder was? Aufgaben, die meisten Münzen einheimsen.
Wenn zwei Spieler auf der Seelenwolke springen, erhalten beide keine Münzen. Ah, verstehe. Okay. Muss nochmal üben. Ich guck mir das lieber mal an, bevor ich Scheiße baue. Na komm, darüber. Ah, okay. Jetzt springen alle auf die gleiche Wolke, oder? Ah, nee. Muss mal gucken, wo die anderen hinspringen wollen. In die Mitte. Mal schauen, wo die anderen hinspringen. Zack. Und hops. Oh, ich bin falsch gesprungen. Da wollte ich nicht hin. Okay. Wolke auswählen mit A. Okay. Und werden wir schon hinkriegen. Ich wähle die Wolke. Da will ich hin. Na komm. Und hops. Haben sie entschieden. Und hui. Ja, die meisten Münzen. Ist doch gut. Hops zurück. Und mutig in die Mitte springen, oder was? Riskier es nicht. Hops, ja. Ich hätte aber in die Mitte gekommen, weil sich keiner traut. Hm? Na komm. Müssen wir riskieren was? 5 Münzen. Ja, wieso springt denn keiner in die Mitte? Das ist doch blöd. Wir können es immer riskieren. Nach rechts zu den meisten Münzen. Na, warum springen die nicht zu den meisten Münzen? Das ist doch die falsche Taktik. Hm, keine Ahnung. Wow, ganz viel in der Mitte. Da muss ich hin. Na, wenn wir jetzt nicht aufeinander stoßen. Was? Warum? Warum entscheiden die sich für weniger Münzen? Das ist doch... Hm. Naja gut, ich hab gewonnen. Komm, 20 Münzen. Soll mir recht sein, dass die Koms mal ein bisschen blöd sind. Und Würfel könnten wir auch mal spielen. 104 Münzen, ja. Jetzt noch ein bisschen... noch den Stern einsacken. In der vorletzten Runde. Hm. Wie gesagt, den vierten Stern kriege ich nicht mehr, aber... Na komm, lass mich noch den dritten ernten. Habe ich vielleicht eine Chance auf den Bonusstern dann mit den vielen Münzen. Na komm, bitte. Wario, nein. Schnapp ihn mir jetzt nicht weg. Der wäre jetzt auf ein böses Feld gelandet. Yoshi, oh nein. Die sind alle so dicht dran. Und dann würfeln sie eine gute Zahl. Ja, Yoshi mit seinem Turmpilz. Der schnappt sich jetzt den... Oh nee. Nein, versorgen wir jetzt nicht die Partie. Yoshi, du bist doch ein Lieber. Schlechte Zahl. 7. 7 ist keine schlechte Zahl. 8 auch nicht. 13. Ach du Schande. Der ist schon so gut. Okay, der rennt in die falsche Richtung. Nein, der rennt in die richtige Richtung. Oh. Nein. Der ist gleich bei Drodet. Eine goldene Röhre. Eine Goldröhre. Den kann er in dieser Runde nicht mehr einsetzen. Das bräuchte ich jetzt. Eine Goldröhre. Nein, der schnappt sich den Stern. Damit bin ich nicht mal mehr auf dem zweiten Platz. Keine Chancen mehr, oder was? Jetzt trotzdem noch einen Stern, an der ich trotzdem mit meinen Münzen am weitesten vorne. Ja, wenn ich jetzt noch einen dritten Stern... Und jetzt bin ich dritter Platz. Ohne Stern bin ich jetzt am Arsch. Oh nein. Komm in meine Nähe. Toadette. Ja, gut. Ach, oh, das ist ein bisschen weit weg für eine Runde. Wir sind gleich in der letzten Runde. Oh, Schande. Und so schlecht wie ich würfle. Oh nein, ich will mich nicht mit dem dritten Platz wieder zufrieden geben müssen. Verbündetenfeld. Die Sache schon wieder hier. Und die viel versteckten Charaktere. Die kommen vielleicht später noch dazu. Oh, die zwei Grünis. Und Yoshi und Luigi, wenn das nicht passt. Du bist mit Luigi verbündet. Mit Mario wäre doch cooler. Bowser Jr. ist am Zug. Der mit seinem Koopa. Gönner Turbopilz. Ja, die Eltern ist übrigens schon ziemlich. Ja, hätte ich mal nicht geknausert und mir ein Item gekauft. Ja. Eine 4. Oh, die würfeln auch nicht so schlecht. Ah, wenn ich nicht immer so scheiße würfeln würde in dieser Runde. Oh, der ist schon auf dem Weg. Und noch ein Turbo. Den 6er Würfel. Ach, verdammt, das läuft hier schlecht. Das läuft in die falsche Richtung. Nein. Hammer, Bruder. Na komm.
Nicht den Trägerwürfel. Na komm, riskieren wir's. Hammerbruderwürfel. Die Fünfen. Ja, damit. Bitte. Eine 5. Ja, nice. Wäre jetzt auch eine gute Zahl. 6. Naja. Eine 6 ist besser als nichts. Wenn ich mit Bowser Jr. auf einem Feld. Wie es ausschaut. Das ist doch die letzte Runde, oder was? Da kommt jetzt noch eine Runde. Wir sind in Runde 15 gleich. Die letzte Runde kommt gleich. Und Bowser Jr. ist vor mir am Zug. Und wenn er nicht eine 1 wirft, dann holt er sich das. Senkrecht halten. Och Mann, das zieht mich jetzt ein bisschen runter. Ach, das Spiel. Das kenne ich doch schon. Aus Reviews. Okay, okay, da. Ah, warten. Ja, alles klar. Die Steuerung ist mir bewusst. Das soll ein schweres Spiel sein. Hab's noch nie gespielt. Na dann, bereits. Das ist ein spannendes Spiel zum Schluss. Na dann, geben wir unser Bestes. Ich natürlich auf dem rechts unten, ja. Na, anbraten. Hops, auf allen Seiten ordentlich anbraten. Das ist mein erstes Mal mit diesem Spiel. Da stelle ich mich doch bestimmt wieder blöd an. Da sind auch ein paar rohe Seiten. Ich hoffe, die Kommis stellen sich noch blöder an als ich. Ui. Braten. Bratzwergi. Noch eine Seite. Oh. Da oben ist schon einmal fast fertig. Nein, das wird hier nichts. Ah, verdammt. Nee, das sieht schlecht aus. Ist einer schon fertig? Das war natürlich Mario, der schon fertig ist. Da kommt nur noch eine Seite. Nicht der letzte werden. Ja. Es war ja klar, dass das nichts wird. Mario, ja. Der Sack. Der ärgert mich ja hier schon seit langem. Der Sieger. Mario, ja. Ich habe die meisten Münzen, aber keine Sterne. Letzte Runde. Ja. Und ich bin als letzter dran. Ach verdammt, das ist Bowser Jr. Schnappt sich jetzt den Stern und dann ist es vorbei. Dann bin ich hinterletzter. Hab ich die nächsten Sterne und hab verkackt. Oder er schnappt sich jetzt seinen 5. Stern damit. Ist dann alles vorbei. Der mit seinem Kumpan hier. Was soll denn der Mist hier? Der holt sich jetzt gleich den Stern. Kann das sein? Wario. Nein, nicht doch. Der holt sich den 5. Stern, das ist... Gibt's denn... Nee. Somit kann ich jetzt nicht mal mehr Erster werden, wenn ich beide Bonussterne kriege. Und ein Stern ist in der letzten Runde. Fliegt jetzt irgendwo weiter hinter, wo niemand ist und dann bin ich wieder dritter Platz. Oh nein. Wie kann man denn so schnell vom Ersten auf den Dritten, auf den Letzten dann wahrscheinlich kommen? Wie kann man so schnell ablosen? Oh nein, ich war doch schon Erster. Ich war schon, ihr habt es doch gesehen, ich war schon auf dem guten Zug. Ich war schon. Was für eine Scheiße. Besonders eines, ja. Scheiße, Mario. Der spielt in der nächsten Runde nicht mehr mit. Mario ist kacke. Jetzt Schmolzzwerge. Ja, und das will ich nicht. Und Yoshi. Nein, Yoshi. Du holst den nächsten Stern. Ist nicht wahr, oder? Seinen 4. Stern. Ist nicht wahr. Nee. Ist nicht dein Ernstspiel, oder? Die Scheiß Komms hier. Die Scheiß Komms. Da holt er sich den nächsten Stern.
5 Sterne, 4 Sterne und ich mit meinen 2 Sternen am Arsch. Wie die hier noch abräumen am Ende. Wie die mich hier alt aussehen lassen. Ich glaub's nicht. Wenn der jetzt nicht unmittelbar in meiner Nähe landet. Hab ich verkackt. Ja, der dort hinten. Einmal das ganze Feld hier in der letzten Runde. Vergiss es. Eine Goldröhre wollte ich jetzt das. Ja. Eine Goldröhre. Ach Mensch. Der klaut mir auch noch Münzen. Leute, was ist denn jetzt hier zum Ende des Spiels los? Das lief so gut bis zum Drittel des Spiels, bis zu 2 Dritteln des Spiels, Spielbretts lief das alles gut. Und jetzt am letzten Drittel des Spiels. Nee. Zumindest noch auf dem Treppchen auf Platz 3. Das wird mir jetzt auch noch. Das wäre jetzt auch noch gut drin. Bowser Jr. jetzt noch was absahnt. Bad Items. 6er Würfel. Ich glaub's echt nicht, dass es. Nee, ist nicht wahr. Nee, 6. Was war das für ein Spielbrett? Alter Schwede. Fünf Münzen, ja, von mir auch. Hammerbruder ist am Zug. Ich bin aktuell Dritter. Noch bin ich Dritter. Aus Hammerbruder-Würfel. Noch zum letzten Mal. Versteckter Blockwürfel. Versteckte Blockkarte. Mit etwas Glück kannst du einen Stern erhalten. Ja, ich und Glück. Kennen wir. Ja, so viel dazu. So viel zum Stern. 111 Münzen, aber 2 Sterne. Ja, wie Toad am Anfang des Spiels schon gesagt hat. Münzen sind das Mittel zum Zweck. Wenn du Scheiß würfelst und keine Sterne kriegst, dann kannst du noch so viel, kannst du 100 Münzen haben und trotzdem bist du auch nicht am Arsch. Ja, keine Items mehr. Bei Bowser Jr. auf dem Feld. Glücksfeld. Ja. Ja. Was soll ich denn jetzt mit einem Turbo-Pilz? Das ist das Ende. Und der Letzte, der gewürfelt hat. Das ist doch ein Scherz. Letztes Minispiel. Ja, was soll das jetzt noch? Alle versus Wario. Ja, komm, den mach mal fertig. Jetzt hier am Ende noch. Nur nicht herumkrebsen. Komm, wir machen Wario fertig. Ja, hier mit den Hammern. Nicht von den Hammern erwischen lassen. Beim Angreifen Team stört ein Spieler den linken Hammer, ein anderer bewegt den Roboter. Okay. Team Spieler Roboter bewegen, zugeschlagen. Okay. Verstehe. Jetzt bin ich der linke Hammer. Zack. Okay, naja, mal schauen. Ich bin oben links. Der Hammer. Steuere ich so, ja. Wie steuere ich den? Achso, so steuere ich den. Na komm. Mach einen Platz. Na komm. Ja, Ende. Nice. Dem haben wir es gezeigt. Haben wir Bruder Yoshi und Bowser gewonnen. Bowser Junior. Zack, wieder. Einklatschen. Ein paar Münzchen. Naja. Wie das erste Spielbrett. Naja, nicht so das zweite. Das zweite war ein bisschen besser, aber. Na, schauen wir mal aufs Ergebnis. Alle Runden sind beendet. Dann ist es Zeit, das Ergebnis zu verkünden. Ja, wer wohl gewonnen hat. Das Abenteuer in der Mine ist beendet. War ganz schön aufregend, nicht wahr? Ja, aufregend war das auf jeden Fall. Wer hat denn nun gewonnen? Ja, ich bestimmt nicht.
Also dann gehen wir mal durch, wenn ich welchen Bonus sichern konnte. Es gibt übrigens einen Stern für jeden Bonus. Es gibt nur zwei Bonussterne hier. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Item-Bonus. Der Item-Bonus geht nicht an mich. Diesen Bonus erhält der Spieler, der die meisten Items eingesetzt hat. Ich glaube, das war Bowser Jr., oder? Was? Yoshi, Bowser Jr. und auch mein Bruder? Alle außer... der Dingens, außer Mario. Oh. Das läuft besser, als ich gedacht hätte. Na, ich mit meinen vielen Münzen... sag nicht, dass ich jetzt noch gewinne. Und welcher ist wohl der zweite Bonus, den ich verkünden darf? Trödelbonus. Naja, der geht ja wohl nicht mit meinen Einserwürfeln. Ganz klar. Was bekommt der Spieler, der am wenigsten Felder gezogen ist? Das bin ja wohl eindeutig ist. Ich sprechen kann ich auch nicht mehr zum Schluss. Hammer, Bruder! Damit habe ich jetzt 4 Sterne. Trollwirbel? Na, wer hat gewonnen? Yoshi Bowser Jr. oder Hammer, Bruder? Diesmal geht der Sieg an. Wario! Ja, war ja klar. Hammer, wie stehe ich denn jetzt? Das war vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hätte keinen Bonusstern bekommen, hatte zwar 5 Sterne. Ja gut, ich hatte 4 Sterne am Ende, er hatte 5. Ja, Glückwunsch, Wario. Nee, kein Glückwunsch. Das war kacke. Okay, 4 Sterne. Ah, Yoshi hat einen 5. Stern gekriegt. Okay, damit bin ich auf dem 3. Platz. Ja, zumindest nicht der Hinterletzte. Wie Mario da tanzt. Ja, lustig sieht's schon aus. Und Hammer Bruder so. Naja, das beschreibt's ziemlich gut. Die Grafik. 5 Sterne, 5 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne. Ich habe die meisten Münzen. Spiele, okay, meine Statistik ist, glaube ich, gar nicht so scheiße. Schauen wir es uns mal hinten an. Hier ist so eine Grafik hier. Ja, ich bin der Grüne oder ja, nee, ich bin der Gelbe. Gelbe Strich. Das sieht doch mal gar nicht so scheiße aus. Das sieht doch nicht so wie der... Ich glaube, beim ersten Spielbrett habe ich es gar nicht eingeblendet, habe ich es dann rausgeschnitten. Beim ersten Spielbrett lief das ja Ganze ziemlich weit unten. Und jetzt, gar nicht mal so scheiße. Das Endergebnis sieht dann doch anders aus. Ja, Mario. Naja, wir werden besser und besser. Wir waren ja schon fast Erster. Wir waren schon auf dem besten Weg. Also, ja. Nächstes Mal wieder mit 10 Runden. Und besseren Gewinnchancen. Naja, was soll's. Ein paar Partypunkte für mich. Dann beenden wir das Ganze mal. Bravo, das war fantastisch. König Bob Oms Pulverfassmine geschafft. Bravo. Ja. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit einem neuen Team. Einem komplett neuen zusammengesetzten Team. Nein, ich möchte nicht verlassen. Ich nehme einen neuen Charakter, den ich spiele. Ach, warum renne ich da mal wieder raus? Ich spiele einen neuen Charakter. Wario fliegt auf jeden Fall raus. Und ja, dann wird ein neues Team zusammengestellt. Ja, freut euch auf die nächsten Parts. Durch eine Hose, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und da kein weiteres Video in meinem Zimmer First verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich. Glöckchen aktivieren, da hängt so oben die Glocke über dem Eingang. Ja, um nichts zu verpassen. Däumchen nach oben, habe ich schon gesagt. Däumchen in den Träumchen. Bis dann und ciao. Ciao.